Noch haben die Handwerker diesen modernen Bau der neuen Christuskirche in Darmstadt-Eberstadt nicht verlassen. Aber jetzt bereits erkennt man, dass hier ein sehr moderner, aber auch sehr sinnvoller und sehr schöner Bau entstanden ist. Herr Pfarrer Andrich, diese Kirche wird wohl der Mittelpunkt überhaupt für Eberstadt werden. Der Mittelpunkt unserer Gemeinde jedenfalls, das heißt der Christuskirchengemeinde. Herr Söder, Sie sind der Architekt dieser Kirche. Wenn man ganz genau einmal diese Linien dieses Kirchenschiffes verfolgt, dann muss man sagen, es ist wohl doch eine dreiteilige Kirche im Grunde genommen. Im letzten Ende ist es eine dreischiffige Basilika. Wenn wir auch die heutigen Erkenntnisse des Bauens mit berücksichtigt haben, das heißt, wir haben keine Stützen mehr drin, sondern der mittlere zentrale Raum wird frei überspannt von einem großen Gitterbetonträger, dessen Öffnungen verglast sind. Herr Pfarrer, wie ist es nun eigentlich mit den geldlichen Mitteln, die so eine Kirche kostet? Denn es ist ja wahrscheinlich doch ein sehr, sehr erheblicher Aufwand. Wie kommt eine Kirchengemeinde zu einer solchen Kirche? Die Gemeinde muss eine gewisse Opferfreudigkeit mitbringen und schon einen großen Teil der Mittel zur Verfügung stellen. Im Übrigen ist es selbstverständlich nicht möglich, eine solche Kirche zu bauen, wenn nicht von der Landeskirche die Steuermittel zur Verfügung gestellt werden. Und das ist in einem aus einem sehr großen Maß hier doch der Fall gewesen, wofür wir sehr dankbar sind. Herr Söder, gibt es irgendwelche baupolizeilichen Vorschriften für den Kirchenbau? Wenn ich ein Privathaus bauen möchte, dann darf ich auch nicht höher hinausgehen als der Nachbar. Gibt es so etwas für die Kirche? Normalerweise ist von dem Stadtplanungsamt bereits für eine Kirche ein besonderer Platz ausgeschieden, sodass die strengen baupolizeilichen Vorschriften, die für einen Privatwohnungsbau gelten, für die Kirche nicht in dem Umfang gelten können. Es gelten hier lediglich die besonderen Vorschriften für Versammlungsräume, für Ausgänge und Ähnliches, für Fluchtwege und so weiter. Man hört ab und zu einmal eine Kritik einer Gemeinde über ihre Kirche. Die Kirche ist entweder zu modern gebaut worden oder sie ist zu abstrakt gebaut worden oder sie ist vielleicht nicht modern genug gebaut worden. Hat die Gemeinde irgendwie einen Einfluss darauf, was sie für eine Kirche haben wird? Ja, zunächst hat sie den Einfluss natürlich in der Wahl des Architekten. Und diese Kirche ging nicht aus einem Wettbewerb hervor, sondern die Beauftragung entstand dadurch, dass sie schon seit längerer Zeit für die Gemeinde hier geplant habe. Herr Söder, gibt es irgendwie stilistische Grenzen für den Kirchenbau, dass man sagt, so weit kann ich gehen und so weit darf ich nicht gehen? Ich glaube, dass es stilistische Grenzen heute nicht mehr gibt, weil die Möglichkeiten in der Wahl des Materials heute so ungeheuer groß ist und das Material auch keinerlei Beschränkungen dem Architekten mehr aufgibt, sodass dessen freier Fantasie der weiteste Spielraum gegeben ist. Es bleibt nur die Begrenzung eben dahin, dass der Architekt versuchen sollte, einen Raum der Stille und der Sammlung zu schaffen. Insofern würden für die Gemeinde und für mich Räume ausscheiden, die in der unteren Zone voll verglast sind und nun, wie das heute hier und da gewünscht wird, die freie Natur mit in den Kirchenraum hineinbeziehen wollen. Gerade hier wollten wir den umgekehrten Weg gehen, dass das Licht von oben hereinfällt und nicht von unten seitwärts.